Psyche. Psyche ist ein griechisches Wort ursprünglich und bedeutet Geist, Denken und Fühlen. Wenn wir über die Psyche des Menschen sprechen, dann ist das das Denken und das Fühlen. Im Yoga gibt es den Ausdruck Chitta und Chitta in einem weiteren Sinne verstanden ist die ganze Psyche. Im Vedanta sprechen wir gerne von Antakarana, das innere Instrument. Und das innere Instrument und damit die Psyche umfasst zum einen das Ego, die Identifikation, man könnte auch sagen das Selbstbild, Selbstwert, Identifikation, als zweites den Intellekt, Buddhi, Ego ist Ahamkara, Buddhi ist der Intellekt, dann umfasst es Manas, das ist das einfache Denken und Fühlen und schließlich gibt es Chitta in einem engeren Sinn, Erinnerung, Gedächtnis und Unterbewusstsein. Die Psyche ist all das. Im Westen hat man manchmal einen Unterschied gemacht zwischen Emotionen und Denken. Im alten Griechenland mit der Psyche ist das beides enthalten. Und auch im Yoga geht man davon aus, dass letztlich das Denken drei Aspekte hat: Worte, Bilder und Gefühl. Und all das zusammen macht den vierten Aspekt, nämlich die Bedeutung aus. In diesem Sinne, Psyche, alles, was Denken und Fühlen betrifft. Im Raja-Yoga, dem Yoga der Geisteskontrolle, geht es besonders um die Psyche. Und es geht darum, mit seiner Psyche geschickt umzugehen. Du bist nicht die Psyche, du hast eine Psyche. Es ist gut, deine Psyche etwas kennenzulernen, es ist gut, über deine Psyche Bescheid zu wissen, aber es ist besonders wichtig, dass du weißt, du bist nicht die Psyche ist nur ein Instrument. Nicht-Identifikation mit der Psyche. Woher weißt du, dass du nicht die Psyche bist? Du kannst mal lernen, deine Psyche zu beobachten. Wenn du zum Beispiel merkst, dass du voller Ärger bist, anstatt zu sagen, ich bin ärgerlich, kannst du sagen, ich nehme eine Empfindung wahr. Zum Beispiel nehme ich eine Emotionssäule wahr, von Nabelgegend bis zur Kehle und diese ist 10 cm breit, eine kleine Ausbuchtung im Brustbereich. Und ich nehme das wahr. Und wenn du dann Fantasien wahrnimmst, irgendwelche Mordgedanken oder Rachegedanken, dann sag nicht, ich bin voller Wut, sondern stelle fest, da sind Bilder, da sind Worte. Und wenn du erkennst, du beobachtest das Gefühl, du kannst es sogar lokalisieren, du kannst die Worte dir anhören, die dein innerer Geist dir sagt, wie ähnlich wie ein Radio oder wie ein Podcast. Du kannst die Bilder anschauen, ähnlich wie in einem Kinofilm. Und dann weißt du, ich bin nicht der Ärger. Oder angenommen, du hast vor irgendetwas Angst. Oder angenommen, du malst dir alle möglichen Zukunftsszenarien aus. Du kannst das beobachten. Und indem du dir das beobachtest, bist du bewusst, ja, ich bin nicht das, was beobachtbar ist. Ich bin das unsterbliche Selbst. Ich bin der Beobachter Bewusstsein. Ich habe eine Psyche, ich bin nicht die Psyche. Die Psyche ist zum einen Instrument der Wahrnehmung, was körperlich an Wahrnehmung kommt, geht über die Psyche zum Bewusstsein. Und zum anderen, die Psyche ist auch ein Instrument, mit dem du den Körper dann bewegen kannst. Also sei dir bewusst, ich bin nicht die Psyche. Identifiziere dich weder mit deiner aktuellen Psyche noch mit psychischen Fähigkeiten wie Künstler oder logisches Denken oder Einfühlsamkeit. Identifiziere dich auch nicht mit Temperament. Ich bin extravertiert, introvertiert. Ich bin eher ruhig und gelassen oder ich bin spontan. Das bist du alles nicht. Das sind alles Eigenschaften der Psyche. Psyche kultivieren und nutzen. Angenommen, du hast einen Computer, zum Beispiel ein Smartphone, dann ist es gut, ein bisschen zu lernen, damit umzugehen. Angenommen, du hast einen Hammer, dann ist gut zu lernen, wie der Hammer funktioniert. Angenommen, du hast ein Fahrrad, dann ist schon gut, ein bisschen zu wissen, wie die Gänge funktionieren, wie du das Licht anmachen kannst und so weiter. Und so ähnlich, du hast eine Psyche und es ist gut zu lernen, wie du mit der Psyche umgehen kannst. Auf gewisse Weise ist Raja-Yoga die Gebrauchsanweisung für die Psyche und letztlich auch ein Kurs, wie du mit deiner Psyche besser umgehen kannst. Es ist also gut zu lernen, wie du mit deiner Psyche gut wirken kannst.
Und es gibt verschiedene Raja-Yoga-Techniken. Du kannst mit Autosuggestionen, mit Affirmationen arbeiten. Du kannst mit Visualisierung arbeiten. Du kannst mit Achtsamkeitsfokussierung arbeiten. Du kannst mit Konzentration arbeiten. Das sind einige Techniken, um mit der Psyche gut umzugehen. Und auf unseren Internetseiten findest du dort eine Menge von verschiedenen Möglichkeiten, wie du mit deiner Psyche gut umgehen kannst. Gehe auf wiki.yoga-vidya.de und dort kannst du eingeben Affirmation, Suggestion, Autosuggestion, Visualisierung, Wunderfrage, Wunderaffirmationen und vieles andere. Und noch besser, besuch mal ein Seminar zum Thema Gedankenkraft und positives Denken oder zu Raja-Yoga und dort lernst du noch viel mehr. Auch das zu finden auf www.yoga-vidya.de.